Ach, sollte ich das nicht mal mitnehmen eigentlich? Das geht irgendwie gar nicht. Warum kann ich bei denen nicht mitnehmen? Naja, egal. Vielleicht auch gar nicht schlecht, das ein bisschen da zu lassen. Ah, da ist auch so eine Anzeige. Achso, die ist hinter meiner Webcam. Irgendwas mit Sprinten. Ich glaube, wenn es in den roten Bereich geht, dann ist schlecht. Hä, aber es geht hier im Kreis, ne? Oder, nee, vielleicht bin ich da auch gar nicht hergekommen. Aber. Doch, ich bin da hergekommen. Aber wir können Hagebutten ernten. War schon mal was für den nächsten Tee. Oh, das war's aber auch schon. Oder? Hä? Wait. Nein, auf wie. Nein, ich kam hierher. Aber wo geht's denn? Ach so! Oh mein Gott, lol. Ja. So viel dazu. Das habe ich gerade nicht so gereilt. Immer im Kreis gerannt. Lack. Weiß halt auch nicht, was ich gegen tun soll. Können wir hier drauf? Oh. Ist das eine gute Idee? Na, noch taumeln wir nicht, ne? Ne, ist nicht dein Ernst. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht springen. Weiß gar nicht, kann man springen? Ne. Ja, dann. Da gab's mal so Lasagnen. Die werden genau seins jetzt. Ist auch schon Ewigkeiten her, ne? Der Skandal mit dem Pferdefleisch in Lasagnen. So, jetzt wird's gleich kritisch. Finde und lege kleine Steine an, um sie auf Kaninchen zu werfen und sie zu betäuben. Ah, okay. Ach, hier oder was? Ah, cool. Fangen wir mal. Okay. Ja, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Ich glaube, ich habe das nicht geschafft. Kaninchen ist schon hart. Jetzt in der Nacht. Weiß ja nicht, ob das besser ist. Oh, da sind auch viele. Oh, was? Ich habe ka. What the fuck? Bitte? Hä? Es hat gebetet! Ich dachte easy loot. Aber wie lustig. Einfach first try. Aber es hat einfach gebaitet. Hä? Und jetzt kommt es auf mich zu. Kann ich das nicht zielen? Jawohl. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Das könnte ich niemals, ne? Also in echt. Schnell weggucken. Oh mein Gott. Nee, ich hatte früher Kaninchen. Ich würde niemals Kaninchen auch essen. Das ist für mich eine ganz klare Grenze. Aber ja. In-game ist halt was anderes. Aber krass. Also. Ich meine, damals war es relativ schwer, aber ich. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, halt so, man denkt ja immer so, ne? Oder bei mir ist das immer so, ich denke so, ey, ich bin gerade so ganz, ganz gut dabei, so wenn ich so ans Gaming denke und alles. So, aber mit der Zeit, dann denke ich mir immer, wie bad muss ich damals eigentlich gewesen sein? Weil ich inzwischen halt immer denke, so, ich bin so viel besser als damals. Man sagt ja immer, so mit dem Alter wird man schlechter, aber ich finde das ist überhaupt nicht der Fall. Wobei ich sagen muss, das Einzige, also ja. Gut, es kann ja noch kommen, ne? So, lass uns nochmal in 10, 20, 30 Jahren darüber reden. Aber das Einzige, was ich zum Beispiel finde in LOL, ich war damals, glaube ich, mechanisch besser. Aber ich glaube, das ist auch nur, weil ich halt inzwischen gefühlt ein Zehntel davon spiele, von dem, was ich damals gespielt habe, ne?
Aber sonst, also. Und das ist ja auch einfach so, der. Die ganzen, sag ich mal, Sachen, die man halt macht, sind ja auch anders als damals. Hast ja auch, ja, irgendwie mehr Verantwortung und machst ja auch mehr und hast weniger Zeit fürs Gaming halt. Aber es gibt ja auch super viele Pro-Gamer noch, die 30 plus sind. Von daher, das dachte man ja immer, aber es ist ja eigentlich gar nicht so, ne? Ist ja eigentlich gar nicht so. Didn't that work? Oh! Sogar mal schief gegangen. Ja, aber das finde ich halt ganz spannend, weil also in jedem Game, und ich denke mir immer so, hä, damals habe ich das noch nie geschafft, warum, ne, auf einmal voll easy, keine Ahnung. War halt gerade natürlich, okay, das war gerade halt ein Zufall, dass ich einfach beim ersten Hit, den ich nicht mal richtig gezielt habe, getroffen habe. Das war sehr lustig. Aber, hä, kann ich das Kaninchen jetzt hier gar nicht machen, oder was? Ich dachte, ich kann jetzt hier das Kaninchen machen. Ach, muss ich erstmal. Oh ja, okay, verstehe. Ah, Haut geht auch. Hä, kann ich nicht einfach alles machen? Ach so, kostet dann halt mehr Zeit. Ah. I, wofür. Was, wofür ist der Darm gut? Bringt er mehr zu essen? Oder ist das auch was, was man essen kann? 1,2 Kilo Fleisch, das ist ja schon insane viel. Ich meine, wir machen es mal. Ich möchte mal wissen, wofür wir was nehmen können. Jetzt sind wir natürlich jetzt erstmal eine Stunde am Werken. Aber crazy. Ich glaube, das habe ich aber damals nicht gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe. Wie gesagt, ich hatte damals auch nicht diese Anfangsprobleme hier. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Kaninchen getötet habe. Frisches Kaninchen roh. Ja gut, jetzt ist natürlich mein Feuer wieder aus. Nicht nachgedacht. Ah, wir haben noch einiges an Streichhölzern. Aber wird knapp, ne? Also. Man sollte nicht zu verschwenderisch sein. Genau. Ich habe damals, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, kein Kaninchen getötet hier. Aber ich glaube, ich habe es halt auch nicht geschafft. Also. Ich kann mich nicht daran erinnern, deswegen. Ich glaube, ich habe es halt nicht geschafft, mit dem Stein hier zu treffen. Ich weiß nicht, warum das heute jetzt so easy war, aber naja. Ich meine, der erste Hit war random. Ja, vielleicht habe ich es auch vergessen und ich habe es geschafft. Ich habe keine Ahnung. So lange her. So, jetzt kann ich das Fleisch doch garen. Naja, sehr gut. 1 Kilo. Das Ding ist, das ist so viel. Also. Ich brauche doch nie wieder was zu essen. 1 Kilo Fleisch? Davon kann man doch locker Tage überleben, oder nicht? Problem ist eher, dass es bis dahin vielleicht schlecht wird. Na gut, aber wir haben halt Minustemperatur, ne? Eigentlich ist das doch richtig geil dann. Achso, ich kann das nebenbei auch garen. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, wir machen das halt fertig und dann gucken wir mal, wie lange es haltbar ist. Vielleicht immer mal wieder ein bisschen dran nagen oder so. Alter. Sieht aber schon ganz nett aus. 99 Kalorien? 200 Gramm? Passt das? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. 30 Minuten. Shit. Ja. Genau das wollte ich gerade noch sagen. Ist das Feuer bis dahin überhaupt noch an? Nein, natürlich nicht. Verdammt, jetzt muss ich schon wieder anzünden. Was sind halt 500 Kalorien? Wobei, so viel sind das gefühlt dann auch nicht, ne? Ist das real? Nein, die haben das bestimmt angepasst, damit es nicht zu broken ist, oder? Oh, ich habe gleich keine Streichhölzer mehr. Aber vielleicht bekomme ich ja noch mal welche. Mal gucken. Kann das jemand nachgucken, wie viel Kalorien Kaninchenfleisch hat? Das würde mich jetzt echt interessieren, weil angeblich ja die Hälfte von der Grammzahl, also 100 Gramm, 50 Kalorien.
Ich weiß gerade aber auch nicht mehr bei Fleisch. Ich habe das so lange nicht mehr recherchiert. Früher wusste ich sowas. Das ist so lange her, dass ich sowas mal recherchiert habe. Ach so, es war noch heiß, ja. Okay, interessant. Es war also quasi schon fast durch. Dann hätte ich auch was anderes nehmen können. Gut, können wir noch irgendwas anderes in der Zeit machen? Haben wir Durst? Ja, wir haben relativ Durst, dann können wir noch mal ein bisschen Wasser garen. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt das mache und garen? Achso, es geht ja gar nicht. Okay. Achso, nee, weil ich das jetzt nicht mehr habe. So, nochmal garen und dann recycelte Dose. Ah, okay, ja, weil nichts gegart werden kann, geht das gar nicht. Gut, dann machen wir natürlich Schnee schmelzen und dann. Das dauert 19 Minuten, oh, dann ist das gerade so. Aber gut, da haben wir eh genug. Packen wir hier ordentlich rein. Warten dann, bis das fertig ist. 21 und das. Dann passt das auch perfekt. Dann können wir das schön trinken. Ja, läuft. Okay, nice. Dann geht's uns da wieder gut. Ach so, ja, da. Da haben wir doch was für uns. Oh, was war eigentlich damit? Warte mal. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen luftgetrocknet werden. Zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur. Ist hier gerade irgendwas links neben mir? Oh ja, tatsächlich. Okay, das ist netter als ich dachte. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas anderes neben mir. Okay. Wo haben wir denn unser Fleisch? Das andere habe ich schon gegessen. Oh, das verliert mit der Zeit und hat das ein bisschen links verloren. Das sollten wir mal lieber ablegen, wa? Ah, das können wir jetzt aber neu kochen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Genau, wir essen das jetzt einfach. Guck mal, das ist halt das Ding, der 500 Kalorien sind halt auch nicht so viel. Sind halt echt nicht so viel. So, warte, mich interessiert das mal. Kalorien, Kaninchenfleisch. Ja, okay, es ist genervt. Es ist hart genervt. Also 100 Gramm Kaninchenfleisch haben eigentlich 173 Kalorien. Und hier haben 100 halt 50. Also ist halt. Eigentlich bringt das fast das. Ja, das dreieinhalbfache. Ja, gut. Ja, es wäre zu broken halt. Weil sonst könnte ich ja ein Kaninchen nehmen, wäre satt. Ne? Das ist halt das Ding. Ja, ist halt die Frage, nehmen wir uns jetzt noch eins mit auf Vorrat oder. Oh, was ist das denn Schönes? Ja, so habe ich es dann auch in Erinnerung, genau. Dass er dann immer schön schnell wegkoppeln. Ja, okay. Das üben wir nochmal. Egal, gehen ja nicht kaputt. Das ist ja auch ein Vorteil. Vielleicht ansneaken. Das erinnert mich an Pokémon irgendwie. Ich auch immer angesneakt. Okay, den Berg hoch ist aber auch fies. Oh ja, tu mal, das ist schön eingedings. Gesnackt. Oh. Was, wenn wir es freilassen? Oh. Ich glaube, ich weiß halt. Lol, ist verbuggt. Weiß halt nicht, wie lange eins haltbar ist. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter, ne? Geht's hier weiter? Oh, warte mal. Kann man das nicht auch? Ja, genau. What? Das kann man essen? Lol, wie OP sind diese Pflanzen? Warum wachsen die überhaupt? Sind die winterstabil?
Das ist ja voll OP. 150 Kalorien für so ein paar Stängel? Krass. Heftig. Ob das real ist, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja voll broken. Aber ich glaube, dahin geht's weiter, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkam. Ich glaube, wir gehen jetzt schon richtig, ne? Hier geht's hin. Dum, da, dum, dum, dum. Astrid, where did you go? Ja. Hört sich gut an. Oh, warte mal. Da ist ein Wolf. Was mache ich jetzt? Soll ich das hier machen? Oder erst warten, ob er aggressiv wird? Oder einen Stein werfen? Oh, was ist das denn? Ich meine, es hat ja gerade gespeichert, ne? Ich kann ja eigentlich. Kann ja mal ausprobieren. So, den Daumen. Zwei Daumen über dem Wolf. Und Angriff! Oh nein. Ja, so, ne? Gleich haben wir einen Wolf zum Jagen, zum Zerlegen. Das wär's doch. Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen! Ja, okay, stimmt, der klingt ja gar nicht mal so erfreut. Aber halt, ja, also. Wir haben ihn verjagt. Easy. Das war ein kleiner Wolf, ne? Ich glaube, das war eher das Ding. Gut, damit können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Echt, wir können damit. Lol, okay. Warte mal, das ist gefroren. Das heißt, es hält ja dann auch länger. Wie cool ist das denn? Aber man sollte das ja eigentlich nicht machen, ne? Wenn das schon hier dran war, dürfte eigentlich ein bisschen verseucht sein. Was man mit der Haut machen kann, würde mich auch interessieren. Ja, und Darm, keine Ahnung. Vielleicht ist das so Long Term. Dann nimmt man das mit, trocknet das. Ich habe keine Ahnung, was man aus Darm machen kann, aber. Oh, kommt da was? Ah, dafür sitzen wir halt so lange dran, ne? Eine Stunde ist schon lange, aber das machen wir, glaube ich, mal. Nehmen wir einen schönen anderthalb, ne, 1,1 Kilo mit. Vierteln? Was geschätzt? Menge zum Zerlegen aus den Vierteln. Was bringt uns das? Was wird uns das bringen? Komisch. Ey, ich finde es so gut, dass wir den Wolf getroffen haben. So, ich wollte mal gucken, was können wir mit der. Ach so. Ah, okay. Ja, können wir vielleicht uns ein Kleidungsstück draus machen, ne? Aus dem Kaninchen-Dings. Du hast doch gerade ein ganzes Kaninchen gegessen! Vor 10 Minuten! Wie kannst du denn jetzt schon wieder Hunger haben? Das ist schlimmer als ich. Ich hab Hunger, nicht er. Oh Mann. So, schön wieder unsere Waffen mitnehmen, ne? Ist jetzt halt doof, dass wir das, glaube ich, bei Nacht hier durchqueren. Looks like some kind of radio tower. I must be closer to civilization than I thought. Ach, kann doch nicht wahr sein. Vorhin wollte ich dir angebutten, bin aus Versehen geklettert. Jetzt wollte ich. Nee, warte mal, was? Ja, genau. Nee, okay, dann genau das gleiche. Jetzt wollte ich die Hagebutten, bin aus Versehen geklettert. Was sind diese roten, komischen Symbole da? Was sollte ich mir da Sorgen machen? Da ist noch ein Kaninchen.
Denke mal, hier geht's lang, ne? Dahin sah so undurchquerbar aus. Gut, gucken wir mal, was beim Funkturm auf uns wartet. Ja, hier sieht's auch interessant aus. Warte mal, hier ist eine Höhle. Oh, ich hoffe, da ist noch nichts drin, ne? Aber wenn nicht, dann ist jetzt, glaube ich, auch zu spät. Aber wir können auch hier ein Feuer machen. Und warten wir, bis es Tag ist, dann verbrauchen wir vielleicht nicht so viel Stuff. Warte mal, machen wir denn mal. Ah, hier ging das genau, sehr gut. Lichtquellen, haben wir eine Lichtquelle? Ach so, ja gut, nee, das muss ja nicht sein. Steine. Schimmliges Reh, Aber 900 Kalorien. Shit. Machen wir mal ein Feuer. Oh, wir haben nur noch. Na gut, 13 Streichhölzer sind noch eine Menge, aber. Naja, sind auch nur 13, ne? Ich habe halt bestimmt schon zwei oder drei verschwendet. Well, that didn't work. Und das passiert halt auch nochmal. Genau, erstmal schön den Stein dahinklotzen. Alter, wie viel. Ich kann ja eine Apotheke aufmachen, das ist ja crazy. So, nochmal Feuer machen. Gut, die Chance ist auch nicht so hoch, ne? Ja, warum mache ich das denn auch? Genau, warum mache ich nicht erst mit Stock? Ein Stock liegt überall rum. Warte mal, wie wird das verrechnet? Wir haben, oder, ach so, wird das drauf addiert wahrscheinlich. Wir haben eine Grundchance von 55% und der Stock hat wahrscheinlich 20%, deswegen haben wir dann 75%, ne? Oh. That didn't work. Lieblingsspruch. Oh, jetzt verbrenne ich mich gleich. Nee, das machen wir nochmal neu. Oh, die Wölfe. Wölfe gehen ab. So, guck mal. Dann bringt das Altholz gar nichts, oder? Also, wenn ich das verstehe, haben wir halt eine Grundchance und das wird drauf addiert. Dann bringt das ja gar nichts. Ja, machen wir doch lieber so. Oder wir haben doch so viele Bücher. Hä, hatten wir nicht mal irgendwie 8 Bücher aufgesammelt? Ja, wir machen jetzt einfach Bücher. Wir haben 5 Bücher. Machen wir lieber 95%. Ein bisschen zu wenig Streichhölzer, finde ich. Man weiß ja auch nicht, ne? Man weiß ja auch nicht, was zu wenig ist. Von daher lieber vorsichtig sein, nicht verschwenderisch Alright. damit umgehen. So. Ja, das ist doch ganz geil eigentlich. Genau, machen wir erst mit Buch das Feuer an und dann packen wir Altholz drauf. Dann brennt es auch richtig lange, ne? Eine halbe Stunde pro Altholz, das ist ja crazy. Und ich habe es immer falsch schon gemacht. Ich habe immer die quasi 0% Chance genommen mit Altholz und habe dann Stöcker draufgepackt. Da war es andersrum viel besser. Naja, man lernt dazu, ne? So, wollen wir das schimmlige Fleisch essen, ist die Frage. Ich gucke mal, ob es gleich immer noch schimmlig ist, wenn ich es geworden habe. Kannst du ja mal ausprobieren. Na, wir haben keine Kochplätze mehr, aber das ist ja gleich fertig. So, Regelgard. Nee, frisches Reh. Okay, so geht das also. Geil. Ich hoffe, so machen die das nicht im Restaurant. Schnee schmelzen. Ja, haben wir auch hier Luxusdinner. Was willst du mehr? Schönes schimmliges Reh. Eine Dose Wasser dazu. Lecker. Nice. Sehr gut. Achso, ich kann ja eigentlich wieder warten hier. Das kommt aber echt gut, ne? Wenn ich das jetzt nicht hätte, hätten wir, glaube ich, echt ein Problem. Ich finde das so wild, dass der Schimmel einfach weg ist. Naja, nicht in Frage stellen.
Genau, weil die Limonade, die würde ich mir halt gerne aufheben. Wir müssen nur darauf achten, ob irgendwie sich der Zustand verschlechtert. Warum auch immer der halt einen schlechteren Zustand hat. Man dürfte eigentlich nicht, ne? Wait, das ist ja absolut crazy. Man kann sich Pfeile craften, kann da halt so eine Krähenfeder anbringen. Und dann ist der sogar stabilisiert. Wie tief geht das Spiel bitte? Das ist ja richtig geil. Genau, warten wir kurz da, dann können wir das trinken. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Wenn wir jetzt... Ich trinke das mal, trinkt er jetzt alles? Ja, er trinkt alles, okay. Dann machen wir es doch nochmal schnell mit Wasser hier. Genau, warten wir hier kurz. So, jetzt haben wir Regegard, frisches Reh. Wieder nicht schimmelig. Oh, das ist so gut, ne? 800 Kalorien, das ist ja insane. Das hilft uns natürlich. Okay, da haben wir nichts mehr. So, nicht trinkbares Wasser. Wir könnten Hagebuttentee eigentlich auch trinken. Ah, der dauert wieder so lange, ne? Nee, sollten wir uns aufheben. Wir haben ja gerade keine Plagen, ne? Genau, uns geht's ja gut. Sollten wir das auf jeden Fall aufheben. Dann warten wir noch kurz. Es reicht, glaube ich, gerade so. Und das nehmen wir jetzt mit. Dich müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist unser... Das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Ah ne, hier, warte, wo war das? Wir waren doch schlafen. Schneehütte, was ist das denn? Ach, kann man sich bauen? Ist ja krass. Na ja, gut, genau, Schlafsack dachte ich mir jetzt. Können wir mal ein bisschen schlafen hier. Können wir auch wieder mitnehmen, ja? Okay. Schlafen, warten. Okay, das klingt doch gut. So, die Nacht bricht gerade erst an, ne? Bettwärmebonus. Wie spät ist es denn dann wohl? Ich denke mal 7 Stunden. Mal gucken. Vielleicht ist es auch noch zu wenig. Je nach das angebrochen ist. Der Kühlungsrisiko, aber sieht gut aus, hell. Auf jeden Fall heller. Tja, was machen wir jetzt wegen Unterkühlungsrisiko? Was ist das denn hier? Just gonna lay down for a bit. Oh oh, ich bin schon wieder kalt. Oh, Kohle? Geil. Machen wir jetzt noch ein Feuer? Das kann aber nicht wahr sein. Ich nehme das jetzt auseinander. Wir gehen zu diesem Turm und gucken mal, was da ist. Echt. Ah, der ist ja auch da vorne. Gut. Sehe ich ja von hier schon. Einer Nacht wollte ich das halt nicht machen. Ich finde auch, ist ja auch normal, da übersieht man halt auch leichter Sachen, ne? Deswegen lieber schauen, wenn man alles sieht. Hat man eine bessere Übersicht. Na, guck mal, wieder die Free Stöcker mitnehmen. Ja, das sind ein paar Krähen. Vielleicht kann ich die abwerfen. Oh, das wäre ja insane. Dann Free Loot. Das wäre ja insane. Geht das? Was meint ihr? Trennt sich gefühlt. Na ja, gut. Oh, was ist das? Ist da jemand? Was ist das? Ach, guck mal.